Kapitel 6 sind wir jetzt mittlerweile und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2021 und zwar Breaking Point. Wir sind immer noch im Story Mode und sind jetzt in Mexiko zu Gast und ja, ein paar Rennen haben wir noch zu fahren und wir haben noch wenig Zeit und genug Punkte zu sichern, um mit der Konstrukteursmeisterschaft besser abzuschneiden als unsere Rivalen. Ja, ein kleines Formtief hatten wir und ja, hoffen wir mal wieder, dass wir gute Ergebnisse holen von uns, also von Aiden Jackson oder auch von unserem Teamkollegen Caspar Eckermann. In der letzten Folge, glaube ich, haben wir in Italien Platz 4 geholt. Vier, sowas in den Dreh rum. Und ja, und das müssen wir jetzt hier in Mexiko natürlich wieder bestätigen. Los geht's. So, gehen wir rein ins Rennen. Für Mexiko habe ich übrigens keinen Zettel. Nur so nebenbei. In der letzten Runde auf der Alfa Romeo, dass ihre beiden Fahrer Punkte und sie in die Tabelle vorne bringen können. Aiden Jackson muss seine Position noch ein letztes Mal verbessern. Er versucht zu verzweifeln, seinem Teamkollegen Caspar Eckermann mitzuhalten. Wir sind im Rennen und ich vermute, dass wir jetzt eine kleine Konfliktsituation haben. Los geht's. Komplett von Mexiko. Noch 7 Runden hier. Ja, dann, let's go. Holen wir ihn uns. Momentan auf Platz 8 liegend. Da wollen wir hin. 7 Runden haben wir noch hier in Mexiko. Nächster ist Sebastian Vettel, der uns jetzt schließt die Vorrunde 17 zu Eckermann auf. Okay. Davor ist ein Mercedes, wenn ich das richtig sehe. Na, da brauche ich gar nicht reinzugehen in die Situation. Vettel, komm. So, den Vettel habe ich mir schon kassiert. Der nächste ist Valtteri Bottas. Sorry, müssen wir schaffen. Den wir uns jetzt natürlich versuchen zu fangen. Hab ihn. So, Ricciardo. Und dann haben wir einen Haas. Kann das richtig sein? So, scheiß Runde haben wir. Aber es fehlen noch 4 Autos. Wir sind momentan auf Platz 10. Ne, 2 Autos. Ricciardo. Und dann kommt Acker. Oh, ne, ist eine Berundung. Okay, ist nur eine Berundung. Ist keine Position. Ist der 9-platzierte Ricciardo vor uns. Und dann der Haas von Magnussen. Momentan auf Platz 19 liegend. Oh, Alter. Ja, der zieht aber auch mir komplett durch. Das hat mir natürlich mega Zeit gekostet gerade. Dieses Überrundungsmanöver, weil er da einfach knallhart gegengezogen hat. Glück gehabt, dass ich mit dem Auto nichts beschädigt habe. So, jetzt jage ich erstmal Ricciardo. Den vorbei am Renault. Platz lassen brauche ich ihm, muss ich ihm natürlich, klar. Und der nächste ist der Teamkollege, den hole ich mir jetzt noch. Das Ziel ist vor mir. Bisschen weit rausgekommen. Alle erkennen heute die Entschlossenheit von Alfa Romeo und Aiden Jackson. Sowohl von der Tribüne als auch von zu Hause aus. Da hast du auf jeden Fall recht. Seine Leistungen haben sich im Laufe der Saison verbessert. Und heute hat er eine fehlerfreie Vorstellung abgeliefert. Aber jetzt kommt's drauf an. Es geht auf die Hauptgerade. Und bei diesen beiden gibt es deutliche Spannungen. Sein Teamkollege ist jetzt direkt hinter ihm. Wird er Platz machen? Bleib auf deiner Position, Aiden. Sowas habe ich noch nie auf irgendeiner Rennstrecke gesehen. Und Vorsicht! Jetzt wird's ganz eng zwischen den beiden. Sie berühren sich. Was für ein Manöver! Und beide sind sie raus aus dem Rennen. Puh. Puh.
Katastrophe, weil keiner der Fahrer seine Position aufgeben will. Kollidieren Jackson und Ackerman mit der Einfahrtkurve 1. Beide Autos werden irreparabel beschädigt und müssen aus dem Rennen genommen werden, was der Traum von einem Platz unter den ersten 5 in der Konstrukteursmeisterschaft für Alfa Romeo platzen lässt. Schließ die Tür. Los, setzen. Was zur Hölle ist da draußen passiert? Wir haben Millionen in euch investiert. Millionen! Und was macht ihr? Führt euch auf wie zwei kleine Schulkinder! Du hast dieses Jahr viel zu beweisen, Junge. Und du tust so, als hättest du nichts falsch gemacht. Hab ich eigentlich auch nicht. Und jetzt zu dir. Du weißt es doch besser. Ihr widert mich an. Ihr solltet euch schämen. Brian, sag jetzt nichts. Ich will jetzt nichts von dir hören. Ich sollte euch beide feuern, und zwar auf der Stelle. Ihr habt die ganze Saison für uns versaut. Das Team ist mehr als nur ihr beide und eure dummen Streitereien. Es reicht. Nächstes Mal seid ihr beide raus, ist das klar? Und wenn nötig, setze ich mich für den Rest der Saison selber ans Steuer. Und jetzt raus mit euch. Lass mich. Hey. Hey. Und? Was hat er gesagt? Er hat gedroht, uns zu feuern. Macht er nicht. Darum geht es nicht. Ich lass dich in Ruhe. Wie geht's, Lily? Macht sie sich Sorgen? Nein, sie hat dich aus dem Auto steigen sehen. Sie ist bei deiner Mutter. Okay, gut. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Macht's auch nicht leichter. Mag sein, aber dir geht's gut. Und deine Familie liebt dich. Alles andere ist nicht so wichtig. Wir sehen uns später. Irgendwo war's klar. Das ist immer ein richtig heftig Shepard. Ich habe noch nie mal was gemacht, also ich wollte gerade angreifen und ihn überholen und der zieht einfach komplett blind rüber. Und damit war es das dann quasi das Ende. Gucken wir mal. So, das war dieses Kapitel und das war diese Saison. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann starten wir die neue Saison. Mal gucken, wie es dann weitergeht.